Hallo ihr Lieben, heute soll es endlich mal noch meinen Lesemonat für den August geben. Eigentlich sollte dieses Video schon längst online sein, aber dann hat mich die Erkältung erwischt und sie hat mich dahin gerafft. Der Hund schleicht hier durch mein Equipment. Ich habe Angst, dass der da was umstößt und sich wehtut. Und ja, auf jeden Fall hat mich die Erkältung komplett dahin gerafft und ich war komplett outer space. Meine Stimme war weg, ich sah richtig auch kacke aus und ich habe dann jetzt erstmal die Zeit gebraucht, um mich zu regenerieren und ja, ich hatte die Woche auch keine Zeit zu drehen und deswegen dachte ich jetzt, komm nach Hause Freitagnachmittag, setz dich hin und dreh wenigstens erstmal deinen Lesemonat, dass du den am Sonntag online stellen kannst, dass der weg ist, weil der September ist schon fast rum und mein Lesemonat für den August ist noch nicht online und ich denke mir nur so, wow, ich hänge total hinterher und es tut mir voll leid und ja. Das ist einfach alles ein bisschen, naja, lassen wir das. Auf jeden Fall habe ich im August auch wieder ziemlich viel gelesen, weswegen dieses Video jetzt auch wieder ziemlich lang werden dürfte. Und ich habe sogar im August das erste Buch für dieses Jahr abgebrochen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was das für ein Buch ist, bleibt auf jeden Fall dran. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich im August gelesen habe, war das, was ich mir von der lieben Sina ausgeborgt hatte. Und zwar Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas. Und Sina ist ja ein riesiger Sarah J. Maas Fan und hat dann gesagt, oh, du musst das Buch unbedingt lesen. Und ich so, ja, bring es mir mit, leih es mir aus. Und ja, ich fand das Buch großartig. Ich habe die Geschichte jeden Tag immer so 80 Seiten gelesen, weil das Buch ist ja auch relativ dick. Und es war wirklich richtig cool, die Geschichte zu verfolgen und die Geschichte zu lesen. Und gerade diese Wendungen, die dieses Buch am Ende nochmal nimmt, das ist der Oberhammer. Ich sag mal, das letzte Viertel von dem Buch ist wirklich richtig gut. Also da haut die Autorin definitiv nochmal komplett einen raus. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon auf den zweiten Teil. Zum Inhalt brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. In diesem Buch geht es um Feyre. Und Feyre tötet versehentlich einen Fae in Wolfsgestalt. Also Fae sind diese Fabelwesen und die können sich halt wandeln und dieser Fae war halt in Wolfsgestalt und Feyre, oh Gott, das war beim Lesen schon über Fae und Feyre. Und ja, sie tötet diesen Wolf versehentlich und als Strafe muss sie fortan im Reich der Fae leben und was sie dort alles so erlebt und was das alles für einen Hintergrund hat, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich glaube, ich brauche nicht mehr zum Inhalt sagen, die meisten dürften dieses Buch kennen. Was tut mein Hund dort? Die meisten von euch durften dieses Buch ja kennen, ansonsten schaut gerne nochmal in meinem Video dazu rein, da erzähle ich ausführlich, worum es in diesem Buch geht. Und ja, ich fand die Geschichte einfach großartig, ich mochte die Protagonistin total. Ich fand Feyre als Protagonistin in diesem Buch wirklich richtig cool, ich fand Tamlin toll. Ich weiß ja schon von Sina, dass Rhysand im zweiten Teil eine größere Rolle spielen wird und ich freue mich schon sehr darauf, denn auch Rhysand ist ein ganz, ganz toller Charakter. Ich weiß gar nicht, heißt er Rhysand? Ich weiß nicht, ob man ihn auch so ausspricht. Diese Namen in diesem Buch haben mich fertig gemacht. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon auf den zweiten Teil, den leiht mir die liebe Sina auch aus. Und ja, wenn ich den gelesen habe, werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie der mir gefallen hat. Der erste war auf jeden Fall richtig gut. Und ich finde, man erkennt die Adaption zu Die Schöne und das Biest. Denn dieses Buch ist eine Märchenadaption auf Die Schöne und das Biest. Und es sind mini kleine Parallelen in der Geschichte, wenn man das weiß, die man meiner Meinung nach auch auf jeden Fall erkennt. Viele haben gesagt, dass es nicht so ist, aber ich finde, wenn man Die Schöne und das Biest kennt und auch das Original kennt, nicht unbedingt nur die Disney-Version, dann erkennt man auf jeden Fall auch Parallelen und ja, ich mochte das Buch. 5 Sterne, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Dann ist im August auch noch ein Buch rausgekommen, was ich eigentlich vorab schon gelesen habe, aber ich wollte es an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen, dass dieses Buch im August erschienen ist und zwar habe ich von der lieben Niki Fuchsmorgen gelesen und ich fand Fuchsmorgen wieder ganz, ganz toll. Fuchsmorgen ist die Vorgeschichte quasi zur Fuchsgeschichte von der Niki und ist der erste Teil von 3, also es sind 3 Teile zur Vorgeschichte. Wobei ich sagen muss, dass Fuchsmittag mein Lieblingsteil ist und das hat einen ganz, ganz bestimmten Grund. Und ja, wer von euch die Fuchsgeschichte kennt, wird Erebus kennen und Erebus taucht in Fuchsmittag auf und ja, deswegen mochte ich den Teil einfach am liebsten. Und ja, also Fuchsmorgen ist im August erschienen und ich mochte das Buch total. Und ich fand, wie Niki mal Keila als Kind dargestellt hat, war einfach nur richtig süß und das hat sie ganz, ganz toll gemacht. Und ich konnte mir das richtig gut vorstellen und ich fand es einfach toll, mal eine Protagonistin zu haben und von ihr jetzt die Vorgeschichte zu erfahren. Weil das hat man ja am seltensten Fall. Und ja, wenn ihr die Fuchsgeschichte kennt und ihr wissen wollt, wie Mykylas Ausbildung in Konor gewesen ist, dann solltet ihr euch Fuchsmorgen auf jeden Fall auch angucken. Ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr die Fuchsgeschichte gelesen habt, dann holt es euch auf jeden Fall und lest es mit. Es gehört einfach mit da dazu und freut euch dann auf Fuchsmittag.
Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich wollte es nur an dieser Stelle einfach mal erwähnt haben, weil ich ja so ein Riesenfan der Fuchsgeschichte bin. Und dann habe ich im August noch gelesen Das Vermächtnis des Flammenmädchens von Samantha Young. Das ist der vierte und letzte Teil der Flammenmädchen-Reihe und ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach froh, dass ich diese Reihe jetzt beendet habe. Es ist keine schlechte Reihe, das muss ich dazu sagen. Aber bei mir war die Zeitspanne, die zwischen den Büchern lag, einfach zu groß. Ich hätte die Bücher schneller hintereinander weglesen müssen. Und ich muss sagen, dass von der Handlung her der vierte Teil leider auch nicht mehr so hundertprozentig meins war. Man hat halt gemerkt, dass es wirklich der letzte Teil ist, dass die Autorin jetzt hier einfach nur noch einen Cut machen will, dass sie zum Ende kommen möchte. Und ja, die Geschichte hat es halt nicht wirklich mehr gerissen. Es ist auch der dünnste Teil von allen. Also der hat, glaube ich, nur knapp 300 Seiten. Ja, so knapp 300 Seiten sind es. Und ja, man hat halt gemerkt, dass es der letzte Teil ist und dass jetzt das Ganze einfach irgendwie mal beendet werden muss. Ich mochte im Prinzip die Geschichte von Ari und Jay, aber der letzte Teil war dann teilweise wirklich mir ein bisschen zu viel und drüber. Obwohl ich Jay eigentlich als Charakter wirklich sehr gerne habe. Aber Ari hat mich teilweise auch echt genervt und gestört. Und naja, ich bin froh, dass ich diese Reihe jetzt beendet habe. Man merkt halt, dass es eine ältere Buchreihe von Samantha Young ist. Und wenn man jetzt halt ihre neueren Bücher gelesen hat, merkt man halt auch die Entwicklung, die sie in all den Jahren durchgemacht hat. Und das ist ja absolut in Ordnung, wenn diese Reihe nicht so gut ist wie ihre anderen. Da will ich mich auch gar nicht drüber beschweren, aber ja, man merkt halt einfach den Unterschied und ich kann nur sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich war mit dem Ende auch absolut zufrieden. Ich fand, wie das am Ende gelöst wurde, wie das Samantha Young gemacht hat, dass das wirklich für alle Charaktere gut ausgeht. Auch die, die am Anfang dieses Buch hier richtig in der Scheiße gesteckt haben, wo du dachtest, ja, das war's. Adieu, leb wohl. Und auch für die Charaktere wurde halt ein Ende gefunden und geschaffen, womit man zufrieden sein kann. Und das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Also vom Ende her kann ich mich nicht beschweren, aber ich bin halt froh, dass es vorbei ist. Und ich kann jedem nur empfehlen, lest die Bücher wirklich komplett hintereinander weg, weil wenn ihr wie ich da zu viel Zeit da dazwischen lasst, ist das echt richtig blöd, weil man kommt einfach in die Geschichte nicht mehr so richtig rein. Gerade da das ja so eine Gin-Thematik ist, die man jetzt auch nicht alltäglich hat, weil die wenigsten Geschichten handeln nun mal von Gin. Und dann gibt es ja dort noch diese Gin-Welt mit dem Mount Quaff. Und dann gibt es auch diese ganzen anderen Wesen, Succubusse und Inkubusse und keine Ahnung, was sich noch alles, was es da für Wesen gibt. Und wenn man in dieser Welt, wenn man sich da jedes Mal wieder reinfinden muss und die Geschichte ist ja auch komplett hintereinander weg, also das ist ein Handlungsstrang, diese vier Bücher, dann ist es wirklich schwierig, sich da wieder einzufinden. Deswegen empfehle ich jedem, der die Flammen Reihe von Samantha Young lesen möchte, lest die Bücher wirklich hintereinander weg, sonst kann es euch so gehen wie mir und ihr kommt dann nicht mehr so richtig rein in die Geschichte und ja. Ich bin happy, dass es vorbei ist. Es ist eine gute Reihe, aber sie hat mich halt nicht umgehauen. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Dann habe ich im August diese beiden Bücher hier gelesen. Game On Chancenlos und Game On Schon Immer Nur Du. Das ist der zweite und der dritte Teil der Game On-Reihe von Kirsten Callihan. Das sind New Adult-Geschichten. Hier geht es um Footballspieler. Und ich muss sagen, dass mir der zweite Teil noch besser gefallen hat als der erste. Und der dritte hat mir noch mal besser gefallen als der zweite. Also ich fand, diese Reihe wurde bisher mit jedem Band besser. Der dritte ist definitiv mein Lieblingsteil. Im dritten Teil geht es um Dexter und Fiona. Und man kennt die beiden natürlich schon aus den ersten beiden Büchern und man hat ja gemerkt, dass da irgendwie sowas ist. Und dieses Buch spielt auch ungefähr 2 Jahre nach dem zweiten Teil und ja, ich habe bei dem Buch einfach gemerkt, dass ich eine Vorliebe für Männer mit Bart habe. Da ist mir das allererste Mal richtig aufgefallen, dass ich eine Vorliebe für Männer mit Vollbart habe. Also ja, ich kann mir das nicht erklären. Das ist mir auf jeden Fall in diesem Buch bewusst geworden, denn Dex hat einen Vollbart und wie dieser Mann beschrieben wurde, oh mein Gott, ich sag nur Karl Drogo. Also es sind in diesem Buch, was ich auch wirklich richtig toll fand, ganz, ganz viele Filmvergleiche drin und ganz viele Filmmetaphern drin. Und ja, Game of Thrones unter anderem kommt auch drin vor, ist ja, wie gesagt, Karl Drogo. Und ja, ich fand es ganz, ganz toll und mochte den dritten Teil total. Der dritte Teil spielt jetzt auch nicht mehr auf dem College. Die ersten beiden Teile haben direkt noch auf dem College gespielt. Also, da waren die Charaktere halt alle auch noch in dem Alter, aufs College zu gehen. Der dritte Teil ist jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten und die Charaktere sind halt nicht mehr auf dem College, was ich auch ganz erfrischend fand. Wie ich schon sagte, geht es ja in diesem Buch um Ethan, Dexter und Fiona. Und Fiona ist die Schwester von der Protagonistin vom zweiten Teil, zu dem komme ich gleich. Und ja, Fiona arbeitet in New York in einer Agentur, die für Designs zuständig ist, also sie ist Innenarchitektin, und besucht dann ihre Schwester in San Francisco. Und gleichzeitig mit Fiona zusammen besucht auch Dex die Schwester und seinen besten Freund Greg Grayson halt. Und so treffen die beiden wieder aufeinander, nachdem sie sich ein paar Jahre jetzt so nicht gesehen haben. Und die erste Begegnung der beiden ist schon sehr
sexy, möchte ich sagen. Und ja, und die erste Begegnung der beiden, da merkt man schon, dass es ganz schön knistert zwischen ihnen. Und Fiona kann nicht glauben, nach dem, was sie dort bei ihrer ersten Begegnung mit Dex erlebt, dass er wirklich noch Jungfrau sein soll, wie die Gerüchte besagen. Und ja, ob das denn stimmt oder nicht, das ist, worum es in diesem Buch geht. Und ob Fiona und Dex natürlich eine Chance bekommen, darum geht es natürlich auch vorliegend in diesem Buch. Und ja, ich fand es einfach nur ganz, ganz toll und ich rede total wild durcheinander und es tut mir voll leid, aber es ist immer, wenn ich Bücher habe, die ich total toll finde, weiß ich immer gar nicht, was ich zuerst erzählen soll. Deswegen, ich kann euch den dritten Teil von Game On auf jeden Fall nur empfehlen. Ich mochte es total. Ich werde den vierten auf jeden Fall lesen, auch wenn wir da komplett neue Charaktere haben. Also da haben wir jetzt nicht mehr diese Gruppe von Leuten, sondern wir kommen zurück aufs College zu einer anderen Gruppe von Menschen und da geht es dann wieder um den Quarterback und der Quarterback kam aber im zweiten Teil auch schon mal drin vor kurz, da war der halt gerade neu auf dem College und ja, ich bin auf den vierten Teil schon sehr gespannt und freue mich und werde den auf jeden Fall lesen, aber solange kann ich euch den dritten Teil auf jeden Fall nur empfehlen, der ist richtig, richtig gut, hat mir total gut gefallen. Der zweite Teil, Game On Chancenlos, hat mir auch richtig gut gefallen, in diesem Teil geht es um Greg Grayson und Ivy und wie gesagt, Ivy ist die Schwester von Fiona und es ist so, dass Ivys Vater Sportagent ist und Greg Grayson unter Vertrag nehmen möchte. Ich finde diesen Namen Greg Grayson einfach immer noch so lustig. Ivys Vater, wie gesagt, möchte halt Gray unter Vertrag nehmen und es gilt halt eine Regel, fange nichts mit der Tochter deines Chefs an. Und dass das nicht funktioniert, könnt ihr euch jetzt sicherlich denken. Und die beiden sind wirklich ein zuckersüßes Paar und was sie denn alles so miteinander erleben, ist auch wirklich richtig süß. Und ja, was mit den beiden halt alles passiert, das müsst ihr selber lesen, das verrate ich euch jetzt nicht. Aber ich mochte den zweiten Teil auch auf jeden Fall total, weil gerade die beiden, die sind ein ganz, ganz süßes Pärchen und die haben es faustdick hinter den Ohren alle beide. Und ja, auch dieses Buch kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, mir hat der dritte Teil einen Tacken besser gefallen. Ich kann nicht so hundertprozentig sagen, woran es liegt. Ich glaube, es lag einfach an Ethan Dexter, dass der einfach so toll war. Ja. So ist das. Allgemein kann ich euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Ich mochte sie bisher total und freue mich jetzt auf den vierten Teil und jetzt habe ich genug dazu erzählt und ich rede immer noch wieder durcheinander. Kommen wir jetzt zu dem Buch, was ich abgebrochen habe. Das ist das allererste Buch dieses Jahr, was ich abgebrochen habe. Und ich möchte nicht sagen, dass die Geschichte schlecht war oder dass es mir nicht gefallen hat. Mir war einfach der Schreibstil zu anstrengend. Mir war es einfach komplett zu anstrengend, dieses Buch zu lesen, denn man hat dieses Buch aus zwei Sichtweisen gelesen. Und das Buch, um das es geht, ist Queen of Clouds, die Wolkentürme von Susanne Jardom. Dieses Buch lag jetzt hier 2 Jahre bei mir auf dem Sub und ich habe mir gedacht, hey komm, jetzt lies endlich mal ein altes Buch von deinem Sub, weil das muss ja auch irgendwann weg. Und ich habe ungefähr bis zur Hälfte gelesen, also bis Seite 199 bin ich gekommen, also ne, das ist schon die Hälfte. Aber ich bin mit der Geschichte halt einfach nicht warm geworden. Ich glaube, mein Problem war zum einen der Schreibstil und die Ausdrucksweise. Ich habe letztes Jahr von Susanne Jardom ja auch das Haus der 1000 Spiegel gelesen. Da hatte ich auch so meine Probleme mit dem Schreibstil und der ganzen Artikulation. Es ist einfach nicht meins. Und hier kam noch erschwerender dazu, dass man zwei Sichtweisen halt gelesen hat und immer im Wechsel. Du hattest immer ein Kapitel aus der Sicht des Prinzen, der in den Türmen lebt, und ein Kapitel aus der Sicht von Elster, die, wie heißt es hier, Schluchten, die Schluchter, genau, also Elster ist eine von den Schluchtern und liest ein Kapitel der Prinz, ein Kapitel Elster, ein Kapitel Prinz, ein Kapitel Elster. Und ich war bei der Hälfte und die beiden sind sich noch nicht einmal, ein einziges Mal begegnet und man fragt sich die ganze Zeit, was soll das? Worauf soll das Ganze hinauslaufen? Und das hat mich schon echt genervt beim Lesen, dass die Geschichte halt auch in dem Sinne nur schleppend vorangegangen ist und ja, es war einfach nicht mein Buch, deswegen wird Queen of Clouds von Susanne Jardom auf jeden Fall wieder ausziehen und ja, es ist das erste Buch, was ich dieses Jahr abgebrochen habe. Ich habe es auch nirgendwo in mal irgendeine Statistik mit reingezählt, also ja. Schade, ich hatte mich sehr auf dieses Buch gefreut. Naja, so ist es. Kann einem halt nicht immer alles gefallen. Nachdem ich dann den Reifer mit Queen of Clouds erlebt hatte, musste ich ein Buch lesen, wo ich weiß, dass es gut ist. Und zwar habe ich dann gelesen Engelskuss und Engelszorn von Nalini Singh. Das ist der erste und zweite Teil der Gilde der Jäger. In diesen Büchern geht es um Engel. Und Engel sind quasi die Herrscher über die Welt. Also es gibt normale Engel und es gibt dann noch die Erzengel. Und die Erzengel haben quasi die Welt unter sich aufgeteilt. Und jeder hat da so sein Land. Und in diesem Buch geht es um Elena und Elena trifft auf den Erzengel Raphael. In der Welt ist es so, dass Engel Vampire erschaffen.
Also, es ist ein bisschen kompliziert. Ich hatte auch am Anfang wirklich Probleme, in die Geschichte reinzukommen. Also, Engel können in dieser Welt Vampire erschaffen. Und wenn die Vampire nicht spuren, dann treten Leute wie Elena auf die Bildfläche und jagen die Vampire. Und ja, Elena bekommt einen ganz speziellen Auftrag von Raphael, den sie ausführen soll. Was das für ein Auftrag ist, werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Auf jeden Fall treffen die beiden dadurch aufeinander und zwischen den beiden herrscht sofort diese gewisse Anziehungskraft, diese gewisse Spannung. Und ja, was mit den beiden halt alles passiert, das ist, worum es geht. Der zweite Teil, ich kann ja mal tauschen, so. Der zweite Teil Engelszorn knüpft direkt an den ersten an, was die Story betrifft. Deswegen kann man hier zum Inhalt auch wirklich gar nichts sagen, sonst würde man komplett spoilern. Die Geschichte geht halt hier komplett weiter. Ich kann nur sagen, dass das Ende vom ersten Teil schon ein bisschen fies war und man auf jeden Fall wissen möchte, wie es dann weitergeht. Und ja, es gibt insgesamt, glaube ich, jetzt schon 9 Teile zur Gilde der Jäger. Ich weiß, dass der 3. und der 6. sich auf jeden Fall nochmal mit Elena und Raphael befassen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auch noch drauf, das zu lesen. Ich habe den 3., 4., 5., 6. Teil auch da. Und ja, werde die auf jeden Fall weiterlesen und bin schon gespannt, was mit Elena und Raphaels Kriegern vor allen Dingen alles so noch passiert. Und jeder, der gerne Urban Fantasy mag mit Erotik, der sollte sich die Gilde der Jäger von Nalini Singh auf jeden Fall angucken. Oder Leute, die Gestaltenwandlerei von Nalini Singh toll fanden, sollten sich das auch auf jeden Fall angucken. Für die würde es auch was sein. Und ja, ich mag Nalini Singh Bücher total und freue mich über jedes Buch von ihr. Und ja, freue mich schon, diese Reihe weiterzulesen. Auch im August gelesen habe ich den ersten Teil. Das ist verdammt nochmal der zweite, den ich mit dir hergenommen habe. Verdammte Hacke. Ich mag jetzt gerade nicht aufstehen. Also ich habe den ersten Teil von True North gelesen, nicht den zweiten. Ich habe im Regal jetzt versehentlich den zweiten gegriffen. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich den ersten Teil von True North gelesen und da geht es um Audrey und Griffin und ich fand das Buch einfach herrlich. Der zweite Teil hat mir besser gefallen als der erste, weil einfach die Story packender war und die Story von Jude und Sophie, die war einfach sowas Besonderes. Die hat mich einfach so mitgerissen. Ja, dass der erste Teil da definitiv nicht rankommt. Aber ich muss sagen, dass das Feeling im ersten Teil so gut war. Also ich habe echt den ersten Teil gelesen, habe immer nur gedacht, ich will da auch wohnen, ich will da auch wohnen, ich möchte da auch leben, ich will auch diese Familie, ob die mich adoptieren würden. Und ja, also das war einfach dieses ganze Drum und Dran im ersten Teil war einfach bombastisch. Die Story vom ersten Teil war halt recht vorhersehbar. Es war halt so ein typischer Adult-Handlungsstrang, was halt im zweiten nicht so war. Und ja, ich mochte den ersten Teil trotzdem total, gerade weil Griffin so ein grummeliger Brummbär ist am Anfang und Audrey ja so gar nicht leiden mag und sie nennt ihn ja auch immer Grummelgriff am Anfang. Und ja, ich mochte den ersten Teil von True North auf jeden Fall auch total. Wie gesagt, es geht um Audrey und Griffin und Audrey tritt wieder in Griffins Leben, als sie auf seiner Farm auftaucht und Sachen von ihm kaufen möchte und das aber zu einem Preis, der absolut nicht angemessen ist. Und Griffin denkt sich, dass die will mich doch verarschen und schickt sie vom Hof. Und Audrey muss aber ganz, ganz dringend Sachen zu günstigen Preisen einkaufen, denn ihr Job hängt damit dran. Und ja, was die beiden dann so miteinander erleben und ob Audrey es schafft, ihren Job zu behalten, ihre Einkäufe zu tätigen und ja, wie Griffin mit ihr noch umgeht, das ist es halt, worum es im ersten Teil von True North geht. Und wie gesagt, ich mochte den ersten Teil auch, auch wenn der zweite wirklich besser war als der erste. Und ich freue mich jetzt schon auf den dritten, der kommt Ende September. Da geht es dann um Zack, das ist ein Farmarbeiter, der aus einer Sekte geflohen ist als Jugendlicher und ja, ich bin gespannt und freue mich. Und von Sarina Bowen kommt im Januar noch eine neue Reihe, das ist die Ivy, ich weiß es gerade nicht, ich habe es gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall kommt da eine neue Reihe von Sarina Bowen und die werde ich auch auf jeden Fall lesen. Der erste Teil hört sich so unglaublich gut an. Ich werde euch das Buch auf jeden Fall mal zeigen, wenn ich mein Wunschlisten-Video mache, denn ich wurde in letzter Zeit öfters gefragt, ob ich denn nicht mal ein Wunschlistenvideo machen kann. Und habe ich mir gedacht, ja komm, ich mache ein Wunschlistenvideo und zeige euch mal meine Wunschliste. Und da werde ich euch das Buch auf jeden Fall auch zeigen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt ist die Speicherkarte voll und ich muss aufhören, hier zu reden. Und ja, True North kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, jetzt haben wir noch 3 Bücher vom August. Und zwar habe ich auch gelesen Selection von Kira Cass. Ich habe diese Reihe noch nicht gelesen. Ich habe ja viele Reihen, gerade so was ältere Reihen sind, noch nicht gelesen. Ja, Selection habe ich jetzt angefangen. Ich muss sagen, es war eine ganz nette Geschichte bisher. Ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen, aber sie hat jetzt nicht oberste Priorität. Also so dolle packen konnte sie mich dann nicht. Aber die Geschichte an für sich war
ganz interessant und aber auch halt sehr vorhersehbar, muss ich sagen, ne? Also man weiß im Prinzip schon, auf was das Ganze hinausläuft. Ich meine, ich weiß eh, für wen sie sich am Ende entscheidet. Ich habe mich da selbst gespoilert, versehentlicher, dummerweise. Und ja, aber ich werde die Bücher trotzdem lesen. Und wie gesagt, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wurde, habe ich sehr gemocht. Ich mochte auch America eigentlich ganz gern als Protagonistin. Ich mochte den Prinzen eigentlich auch ganz gern. Aber den Typen, wie hieß der denn? Aspen. Aspen mochte ich so gar nicht. Also, ja, und ich muss sagen, Aspen, so im Nachgang, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, konnte ich Aspen nicht wirklich abgewinnen in diesem Buch. Aber naja, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht und was als nächstes jetzt hier noch passieren wird. Und hoffe, dass es wirklich im zweiten und dritten Teil nicht nur um sie und den Prinzen geht, sondern auch so ein bisschen um die Entwicklung ihrer Kultur und der Menschen dort in diesem Buch. Ich glaube, zum Inhalt von Selection brauche ich hier absolut nichts mehr sagen. Ich glaube, ihr dürftet das alle kennen. Falls ihr es nicht kennt, schaut in meinem Video einfach nochmal rein, da gehe ich auch nochmal auf den Inhalt genauer ein. Und ja, ich mochte den ersten Teil, auch wenn es mich jetzt nicht komplett umgehauen hat, aber es ist echt eine nette Geschichte gewesen. Und wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall weiterlesen, denn ich möchte schon wissen, was noch passiert hier in dieser Reihe und so. Ich merke schon wieder, ich bin heute total durcheinander im Kopf und ich versuche dieses Video wirklich kurz zu halten und nicht so viel zu erzählen, aber irgendwie rede ich dann immer wirr durcheinander, also es tut mir voll leid. Dann habe ich im August noch ein Buch von der lieben Annika geschenkt bekommen und zwar dieses hier, The Deal von Elle Kennedy. Das ist der erste Teil dieser Reihe. Ich weiß gerade nicht, wie die Reihenbezeichnung ist. Nein, sie fällt mir auch nicht ein. Und das ist auch eine College-Geschichte und hier geht es mal nicht um Footballspieler, sondern um Eishockeyspieler. Und das fand ich mal absolut erfrischend. Und ich fand auch, dass das Spiel Eishockey hier in diesem Buch an und für sich auch bis zu einem gewissen Grad eine Rolle gespielt hat, was ich auch wirklich sehr, sehr gut fand, denn man hat hier wirklich mal Spiele miterlebt und es wurde halt auch einiges zum Spiel erklärt, was ich auch wirklich sehr, sehr gut fand, denn oftmals liest man über irgendwelche Footballspiele oder irgendwas und denkt sich so, ja, ich habe keine Ahnung von Football, danke auch. Und wenn die sich dann über irgendwelche Fachbegriffe unterhalten, sitzt du dann halt da als Deutscher und denkst dir, ja, super, keine Ahnung, wovon die reden. Aber ich fand halt, das hat die Autorin hier so ein bisschen erklärt und das hat mir gut gefallen. Ansonsten geht es in diesem Buch um Hannah und Garrett und die beiden treffen in einer Situation aufeinander, wo eigentlich beide keinen Bock aufeinander haben. Und zwar braucht Garrett Nachhilfeunterricht für seinen Philosophiekurs. Er hat absolut keine Ahnung von Philosophie und ist total am Verzweifeln. Und Hannah ist halt die Beste in diesem Studiengang. Und Hannah braucht irgendwie Hilfe, dass ihr Schwarm Justin endlich mal auf sie aufmerksam wird. Und ja, dabei will Gray ihr helfen im Gegenzug für Nachhilfestunden. Und so gehen die beiden einen Deal ein. Und was am Ende aus diesem Deal wird und wie das Ganze ausgeht, das ist es natürlich, worum es in diesem Buch geht. Und es wäre keine New Adult-Geschichte, wenn beide nicht ihr Päckchen zu tragen hätten und beide nicht mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen hätten. Dieses Buch war wieder wirklich eine schöne Edit-Geschichte. Es war auch ein bisschen vorhersehbar, außer das eine Ding am Ende, da habe ich echt nicht mit gerechnet. Und hier in diesem Buch war so auf den letzten 50 Seiten noch der Lacher drin. Ich habe hier Tränen gelacht, wo ich das gelesen habe. Und dieses Buch hat auch relativ viel Humor, so zwischendrin immer mal, was ich auch wirklich sehr, sehr gut fand und was auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat beim Lesen. Und ich kann nur sagen, dass ich The Deal von Elle Kennedy wirklich mochte. Ich werde die Reihe auch definitiv irgendwie mal mit weiterlesen, wenn ich dazu komme, mal irgendwann meinen Sub und so. Ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen. Das ist eine richtig schöne New Edit-Geschichte und ja, wer College-Geschichten mag und keinen Bock immer nur Footballspieler hat, sondern es mal mit Eishockeyspielern versuchen möchte, sollte sich die Deal von Elle Kennedy auf jeden Fall angucken. Ich mochte es total. Ich fand Hannah als Protagonistin auch wirklich ganz, ganz toll. Sie hat sich von Garrett nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Sie hat ihm immer ordentlich Kontra geboten und Garrett hatte ganz schön mit ihr zu tun. Aber auch Garrett war auf seine ganze Art und Weise irgendwie richtig cool und wie er mit diesen ganzen Situationen, die in diesem Buch passiert sind, umgegangen sind, war auch wirklich ganz, ganz toll. Und ja, ich mochte dieses Buch total, kann es euch wirklich nur empfehlen und ja, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Damit wären wir beim letzten Buch, was ich im August gelesen habe. Und zwar war das dieses hier, Soulmates, Flüstern des Lichts von Bianca Iosivoni. Ihr wisst, ich bin ein riesiger Bianca Iosivoni-Fan. Ich mag ihre Liebesromane absolut. Ich bin da wirklich, diese Frau schreibt so tolle, gefühlvolle Geschichten. Und ja, ich habe mich sehr auf Soulmates gefreut. Muss allerdings ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt mir dieses ganze Buch nochmal so im Nachgang durch den Kopf gehen lasse, war es eine schöne Geschichte, aber es kommt nicht an ihre Liebesromane ran für mich. Also es war ganz nett zu lesen, es war schön geschrieben, die Formulierungen haben mir sehr gut gefallen im Buch, aber von der Story her und von der Handlung her hat es einfach zu viele Schwächen gehabt. Also es hatte Logikfehler, dieses Buch, und
ja, ich weiß nicht, manche Handlungsstränge und manche Handlungsweisen von den Charakteren haben mir einfach auch nicht so zugesagt. Weswegen ich dieses Buch halt nicht so gut finde wie ihre Liebesromane. Aber es war immer noch eine ganz nette Geschichte für ein Jugendbuch. Ich mochte es auf jeden Fall. In diesem Buch geht es um Seelenpartner und Seelen. Es gibt Dunkelseelen, es gibt Lichtseelen, es gibt Nebelseelen und es gibt diese Seelenpartner. Das ist erstmal wirklich viel zu verdauen am Anfang. Ich hatte auch meine Probleme, so ein bisschen in die Geschichte reinzukommen. Ganz einfach, weil der Ansatz von der Geschichte halt nichts ist, was man schon 100.000 Mal gelesen hat. Sondern weil es halt wirklich eine Geschichte für sich ist, die mit diesem Ansatz von diesen Seelen und Seelenpartnern wirklich mal für mich was komplett Neues ist. Also ich habe sowas in die Richtung noch nicht gelesen. Wie gesagt, deswegen hatte ich so am Anfang so ein bisschen meine Schwierigkeit, in die Geschichte reinzukommen. Wo ich es dann aber hatte, hatte ich es. Und da mochte ich dann auch diesen Ansatz wirklich mit den Seelenpartnern sehr. Von den Charakteren her kann ich nur sagen, dass mir Rain ganz gut gefallen hat. Ich bin mit ihr nicht hundertprozentig zufrieden gewesen. Ich bin auch mit Cold als ihr Gegenpart nicht hundertprozentig zufrieden gewesen. Und ich bin mit der Liebesbeziehung von den beiden nicht zufrieden gewesen. Ich weiß nicht, ich habe mir die ganze Zeit beim Lesen gedacht, warum versucht man hier eine Liebesbeziehung zu erzwingen, wenn es meiner Meinung nach eigentlich besser gewesen wäre, wenn die beiden Freunde gewesen wären. Denn ich hatte das Gefühl beim Lesen, dass die beiden nicht wirklich auf einen Punkt kommen. Und dann dachte ich mir, ja, wenn ihr das doch eigentlich wisst, dass ihr nicht auf den Punkt kommt, warum versucht ihr dann was zu erzwingen? Also das war für mich so ein bisschen so, nicht unglaubwürdig, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich hatte damit echt meine Probleme und ich habe mir dann halt die ganze Zeit beim Lesen gedacht, ja, seid doch einfach nur Freunde und lasst dieses Pärchen-Scheiß-Ding. Und ja, ich meine, es ist ein Jugendbuch und es muss eine Liebesgeschichte drin vorkommen. Aber ich war halt mit der Liebesgeschichte, wie die auch hier aufgebaut und ausgebaut wurden, ist halt leider nicht zufrieden. Das hatte ich in meinem Video damals schon gesagt, aber naja, man kann halt nicht immer mit einem glücklich sein. Dafür liebe ich Bianca ihre Liebesgeschichten umso mehr, aber hier war es halt wirklich nicht so mein Fall. Wie gesagt, von der Handlung her, vom Ansatz der Geschichte mochte ich das Buch wirklich sehr. Ich werde den zweiten Teil auch auf jeden Fall lesen. Ich möchte wissen, wie das weitergeht. Der erste Teil hat schon so einen kleinen fiesen Cliffhanger und man fragt sich, was kommt als nächstes? Aber man hat halt am Ende auch gedacht so, warum macht die Protagonistin das jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Also das konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es dann jetzt weitergeht im nächsten Teil und wie das Ganze dann schlussendlich auch ausgeht. Seht ihr, ich bin total verwirrt. Ich wollte vorhin eigentlich erzählen, worum es in diesem Buch geht. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Rain. Und Rain arbeitet in einer kleinen Buchhandlung und eines Tages wird sie in einer dunklen Gasse überfallen. Und dieser Typ ist irgendwie nicht ganz normal, denn er taucht plötzlich aus dem Schatten auf. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen auf einmal noch zwei andere Typen auf, die irgendwie quasi aus dem Licht auf einmal dastehen. Und Rain weiß damit nichts anzufangen und gerät dann so quasi zwischen die Fronten der Licht- und Dunkelseelen und wird dann quasi mit in diese Welt gerissen. Und als sie erfährt, dass sie eine Unbestimmte ist und sich für eine Seite entscheiden muss, ja, da ist das Chaos perfekt und Rain weiß in dem Moment erstmal gar nichts mehr. Und für welche Seite sich Rain am Ende entscheidet und was das mit ihrem Seelenpartner zu tun hat, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Wie gesagt, ich mochte den Ansatz der Geschichte, die Charaktere waren eigentlich auch ganz okay, die Liebesgeschichte hat mir nicht gefallen. Vom Setting her kann ich mich auch nicht beschweren, ich mochte diese Kleinstadt, in der das Ganze spielt, wirklich sehr. Teilweise spielt es noch in Chicago. Ich fand die Umschreibungen und Beschreibungen in dem Buch wieder richtig toll. Der Schreibstil von Bianca hat mir von den Formulierungen her, von der Ausdrucksweise auch wirklich wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich bin da einfach ein Fan von ihr, was das betrifft. Aber wie gesagt, die Geschichte war halt nicht perfekt für mich, was ich ein bisschen schade fand. Aber naja, so ist das halt, ne? Man kann nicht immer alles mögen. Und mehr gibt es zu diesem Buch jetzt eigentlich auch nicht. Das war mein Lesemonat vom August und es tut mir voll leid, dass ich so hinterherhinke. Ich verspreche Besserung jetzt für den September. Und ja, wie immer gilt, wenn ihr eins von den Büchern kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und wie gesagt, es tut mir voll leid, dass ich jetzt etwas wirr war in diesem Video. Ich komme von Arbeit, es ist Freitagnachmittag und ich wollte euch einfach dieses Video gerne abdrehen. Deswegen sorry. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.